So, willkommen zurück bei Let's Play Lego Racers. Wir fahren direkt mal weiter. Sparky, gib richtig Gas. Alles klar. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wie das aussieht mit dem Speicherplatz und warum das gerade bei mir zumindest etwas geruckelt hat. Der Speicherplatz war nicht dran schuld. Sind noch knapp 90 GB frei. Fahren wir einfach mal hier lang. Ja, das ist ja regelkonform. Ja. Und dann schauen wir mal, wie diese Strecke schön ist. Wow, haben wir uns das selbst... Nee, jetzt fahren wir da auch nicht rein. Wir machen heute alles falsch, liebe Leute. Aber wir sind wieder viel zu weit vorne im Vergleich zu den anderen. Interessant. Wie? Da kommt was. Damn it. Ja, und jetzt sind wir unsichtbar. Das ist ja natürlich sehr... Ich habe so die Befürchtung, dass wir gleich zu Fuß gehen müssen. Aber das will ich nicht. Ja. Sieht zumindest schön aus mit dem Trondiskus, wie der da die ganze Zeit drüber geht und so. So, und... Das kann ich jetzt nicht bringen, dass ich kaputt so weiterfahre. So. So, so, so. So. Und jetzt hoffe ich mal nicht, dass mich irgendetwas trifft. Und wenn doch, Pech gehabt. Mit einem Antrieb. Das erinnert mich gerade irgendwie total an Podracers. Star Wars Podracers. Könnte man auch mal Let's Playen. Wäre interessant. Das habe ich früher gern gespielt. Nur ich weiß, dass es da auch ein paar Level gibt, die mich ziemlich abgefuckt haben. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so war, ob ihr das Spiel kennt, ob ihr es schon mal gespielt habt, ob ihr es geliebt habt, ob ihr es gehasst habt bis auf die Pest. Ich weiß es nicht. Ich habe übrigens wieder vergessen, auf die Uhr zu schauen. Aber das hat schon dann schon. Och, ich drücke übrigens auf die falsche Taste. Egal, es ist die letzte Runde. Und wir sind jetzt wieder im Ziel. Haben es geschafft. So, wunderschön, wunderschön. Wir haben 2:17 für das Rennen gebraucht. Das heißt, ich weiß jetzt auch, wann ich mit der Aufnahme angefangen habe. So. Eben noch etwas Tee anschütten. Weil man diese wunderbare Zwischensequenz ja nicht abbrechen kann. So. Und dann erforschen wir einfach mal die Lande. Und ich sehe auch direkt schon etwas. Ich sehe direkt schon etwas. Ich hoffe, ihr seht das auch. Wir sind nicht so blind wie beim letzten Mal. Ach, das war ja echt eine Schande. Bei Arctic World. So, den ersten haben wir jetzt schon mal gefunden. Den ersten goldenen Stein. So, und dann schauen wir jetzt direkt mal, wo die nächsten sind. Das da oben schaut ganz gut aus. Das schaut interessant aus. Da könnte etwas dran sein. Und wenn nicht, dann ist da ein Bonus-Gag. Was ist jetzt denn wieder? Mann. Oh, shit. Oh, shit. Irgendwas. Ha? Die FPS erholen sich nicht. Was soll das? Liebe Leute, so kann das nicht weitergehen. Irgendwas kackt hier gerade bei mir völlig ab. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe nur noch unter 5 FPS. Da geht gerade gar nichts mehr. Jetzt habe ich wieder 10. Wow. Ich meine, ihr seht's ja. Aha. Aha. Es pendelt sich gerade wieder ein. Hier. Ich habe wieder einen Stein gesehen. Naja, es hat zumindest etwas Gutes. Juhu. So. Dann brauchen wir... Moment mal. Dann brauchen wir hier noch irgendwo einen Stein. Dann kommen wir bereits auf 34. Wie das mit alles im Rücken ist, ist scheiße. Ich
Ich glaube einfach mal, dass Looping jetzt ist. Ich habe das Bonus-Game gefunden. Ich habe zwei Bonus-Games gefunden. Die sind beide am Looping. Cool. Okay, hier ist das goldene Steinchen. Nicht das letzte. Schauen wir nochmal hier oben nach. Hier hat es ja eben geruckelt wie Sau. Ja, und wir hängen fest. Schlimme Sache. Mich würde mal interessieren, warum das Spiel gerade so abgekackt ist. Machen wir mal das Bonus-Game. Wir müssen bestimmt wieder irgendetwas einsammeln. Ganz unerwarteterweise. Warrior, sei gegrüßt, Lego Sucks. Ist mir eine Ehre, dich endlich zu treffen. Na, du bist ja auf dem Logo. Dankeschön. Bist du auch Rennfahrer? Nein, ich bin nur Model. Bäh, Mikrofon aktiv. Allerdings, nicht wahr? Meine Rennfahrerfreunde und ich haben dich genau beobachtet. Prost. Du bist ein vorzüglicher Fahrer. Vielen Dank. Und was machst du hier? Ich muss die scheißen Teile einsammeln. Wir trainieren hier Rocket Racer höchst persönlich. Hat hier trainiert. Ja, ist das schön. Wenn du magst, kannst du an einer unserer Übungen teilnehmen. Ach, das ist bestimmt so eine Scheiße wieder mit den Einsammeln. Und die wollen mich treffen und Zufriedenheit absolvieren. Und ich helfe dir bei deiner missratenen Mission, Champion der Galaxis zu werden. Warum? Das ist doch Blödsinn. Egal, okay, klingt super. Hey, der will uns helfen, Rocket Racer in den Arsch zu treten. Die Rama. Ach, das sind Ramas, die gehören hier zu, ja, Rama, nicht? Zu der Soßenfirma da, keine Ahnung. Dessert, bla. Ich habe keine Lust mehr, den Text vorzulesen. Das ist mir alles zu langsam. Ah, klingt kinderleicht. Ja. Lass mich endlich fahren. Dass du dich da mal nicht täuschst, mein Freund. Ausrufezeichen. Die Drohnen bewegen sich über die Fahrbahn und sind gar nicht so leicht zu kriegen. Na, mit dir kollidiert, verlierst du alle Drohnen, die du gesammelt hast. Ja, ist gut. Ich habe das Spielprinzip schon längst verstanden. So, für alle, die weder mitlesen können, noch irgendeinen Grips im Hirn haben, wir müssen die Teile hier einfach einsammeln, die Drohnen, und müssen schauen, dass wir uns nicht von den anderen Fahrern treffen lassen. Was natürlich nicht so einfach werden wird. Hui. Hui? Wir müssen 8 Stück... So, und hier haben wir jetzt schon mal 5. Das ist doch schon mal super, oder? Hier. Einer. Zwei. Und dann brauchen wir nur noch einen und dann ist das Minispiel auch schon gegessen. Uah, und die FPS, die fucken gerade wieder ab. So, ich habe meine 3. Ich habe meine 3. Mit den 3 und den 5, die wir bereits eingelagert haben, haben wir schon 8. Und damit wäre das Minispiel beendet. Und gut gemacht. So, was hole ich mir denn jetzt? Ja, ich bin beeindruckt. Super. Ja, wir sind die Helden der Welt. Danke, hat richtig Spaß gemacht. Hehehe. So, jetzt nehme ich mir, weil es in den letzten Teilen, besonders in der Arctic World, ein bisschen sehr abgefuckt hat. Haftung. Haftung. Ba, 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 ba. Mit 120 km/h sind wir schon mal schnell genug. Das ist ja nicht so das Problem. So, und wieso habe ich das Gefühl, dass das letzte, dass der letzte goldene Stein dort irgendwie in dem Lava-Teil drin ist, nicht hier, sondern in dem Vulkan. Deshalb fahren wir da jetzt mal eben hin und schauen nach, wie es sich damit verhält. Nicht ins Bonusspiel. Nein, sondern in den Vulkan. Wenn ich da drauf darf. Ja, ich darf da drauf. Ist das nicht schön? So, und dann fahren wir oben mal rein und müssen feststellen, dass wir wieder zurückgesetzt werden. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so schön. Dann kümmern wir uns erstmal noch um das zweite Minigame.
Und dort wird gesagt, ja, das wird alles nochmal schwerer gemacht. Jetzt musst du alle 10 einsammeln. Wuhu! Tja, wollte mal hören, ob du noch weiter... Ihr merkt, ich habe keinen Bock, die Scheiße vorzulesen, ne? Boah, das kotzt doch auch an. Muss ich lesen, muss ich lesen, muss ich lesen, balalalalala. Muss ich lesen, muss ich lesen, wird normalerweise eher von dem bisschen. Boah, halt die Backen. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Na. Außerdem streckt sich damit die ganze Zeit nur, also ich will nicht das LP kaputt machen oder so. Sondern es fuckt einfach ab, immer so langsame Texte zu lesen. Und da das Spiel auch sicherlich so eine epische Story hat, muss ich auch Rücksicht darauf nehmen und alles einzeln Stück für Stück vorlesen. Ich meine, Leute, wenn das Spiel wirklich eine geile Story hätte, ich würde es machen. Auch wenn der Text so übelst langsam geschrieben wäre. Ich würde es machen, einfach weil die Story so geil wäre. Aber da das hier nicht der Fall ist und da das hier ja offensichtlich ist, was wir tun müssen, habe ich auch keine Scham, dass wir hier das alles mal brutal abkürzen. So. So. Und so. So, dann müssen wir noch eins. Nochmal auf die andere Seite. Da kursiert es nämlich noch rum. So, und dann hätten wir das dann auch schon mal geschafft. Ja, siehst du mal, das ist ja auch direkt wieder hier dran. Können wir nebenbei schon mal ein paar sichern. Ach gut, die werden dann wieder ganz zurückgesetzt. Gut, komm schon. Dann holen wir uns die halt nochmal. Wir haben ja noch knapp 2 Minuten Zeit, also was soll's. Nip. Nip. Krabs bedankt sich, dass wir eine Drohne aufgesammelt haben. Und ich muss es, wie immer, jedes Mal kommentieren. Dass Krabs uns liebt, dass Krabs mich liebt, genau wie Lego mich liebt. Ah, ist das schön. Ist das schön. Und geschafft, gut gemacht, ja, ja, ja. Jetzt holen wir uns nochmal Haftung und dann smashen wir alle weg. Ich bin beeindruckt. Ja, ist er schon wieder. Wuhu. So, jetzt sind auch schon wieder knapp 12 Minuten rum. Dann schaue ich jetzt nochmal 1 Minute nach, ob ich... Unten in der Lava ist es sicherlich nicht. Ob ich den dritten Stein hier in Xelex auch noch finde. Ist da sonst nur noch ein Rennen, welches uns bevorsteht? Ja. Da, da blink, 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 blink. So, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich bin einfach viel zu schnell. Ah, wunderbar. Und zum Abschluss dieses Parts fahren wir nochmal genüsslich in den Lavaberg hinein. Warum ist da überhaupt ein Lavaberg? Kommen wir überhaupt so weit? Ja, wir kommen noch so weit. Dürfen wir über die Lava fahren? Ja, das dürfen wir. Weil wir haben ja jetzt die Superräder vom Eisberg bekommen. Und wir sind gestorben. So, und damit beenden wir auch den Part. Tschüss.